Herzlich willkommen zu einem kleinen Minecraft-Tutorial. Und zwar möchte ich euch heute die Erzverteilung für die neue 1.18er-Version darlegen. Doch zunächst schauen wir uns mal an, wie war es bisher und wie hat man das Diagramm zu lesen. Wir haben hier einmal 0, die Höhe 0 bis 168. Und dann haben wir hier die verschiedenen Erze, auf welcher Höhe das sie vorkommen. Also Kohle kommt beispielsweise von Höhe 0 bis Höhe 128 vor. Und ja, je breiter der Balken jetzt ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, auf dieser Höhe was zu finden. Also bei Kohle ist es auf allen Höhen gleich. Das war schon eigentlich ordentlich. Im Vergleich hier nehmen wir mal Lapis Lazuli. Da haben wir die Höhe 16, da ist richtig viel. Und wenn wir höher gehen Richtung Höhe 32 wird es weniger. Und wenn wir runter gehen Richtung Höhe 0 wird es auch weniger. Ja, und dann hatten wir halt hier Emeralds, gab es ganz wenig. Redstone gab es richtig viel zwischen 0 und 16, sonst nichts. Diamanten gab es allgemein auch nur zwischen 0 und 16 ein bisschen. Und Gold gab es zwischen 0 und 32. Soweit der bisherige Stand. Und jetzt schauen wir uns die neue Version an. So, hier sind wir drin. 1.18er Erzverteilung. Und ihr seht schon, boom, ist komplett anders. Ja, wir fangen mal an hier bei Redstone. Redstone gibt es jetzt von der Höhe 16 ab an. Tiefer. Bis ganz runter, weil wir haben ja jetzt hier unten minus 64 zusätzliche Tiefe. Und ab der Höhe minus 32 nimmt es dann von der Häufigkeit her zu, dass wir da noch mehr anfinden können. Ja, so gesehen, es ist hier von Höhe 0 bis Höhe 16 ein bisschen weniger Redstone geworden. Und es hat sich dann einfach nach unten voll verteilt. Kupfer ist eh ganz neu. Kupfer kann man finden von Höhe minus 16 bis Höhe 112 und am meisten so auf Höhe 48. Drüber und drunter jeweils weniger. Dann haben wir hier Eisen. Eisen ist ja, sehr, sehr seltsam verteilt. Und zwar ganz oben auf die Berge, auf Höhe 240 können wir am allermeisten Eisen finden. Und dann nimmt es ab bis auf Höhe 80. Zwischen Höhe 80 und 72 gibt es gar kein Eisen. Und dann fängt es hier wieder an, dass wir von Höhe 72 bis runter minus 64 kleine Eisenvorkommen finden können. Und die normale Eisenmenge, die gibt es dann hier zwischen Höhe 56 und minus 2 und minus 24 ist das, wobei auf 16 so das meiste ist. Aber halt ja, wenn man wirklich krass viel will, dann hoch auf den Berg, da gibt's viel. Genauso wie Emeralds, oben auf dem Berg, krass viel. Wenn ihr die Grafik von vorher euch in Vergleich nehmt, da gab's ja fast keine Emeralds und nur unten am Boden, jetzt gibt's die. Die gibt es hier auf der Höhe auch noch, wo es die vorher gab. Vorher waren die in dem Bereich. Jetzt gehen sie sogar runter bis minus 16. Aber es gibt halt oben auf die Berge richtig krass viel. Also es lohnt sich, auf die Berge hochzukraxeln. Oh, ich habe gesehen, ich habe hier Diamant vergessen. Diamant gab es seither bis Höhe 16. Da gibt es jetzt ab da auch Diamant, aber nur wenige. Und je tiefer das man gräbt, umso mehr findet man. Und hier Reduced Air Exposure, also wenig freiliegende. Die meisten sind tatsächlich komplett zugedeckt und versteckt. Bei den anderen, wo das nicht dran stand, die können natürlich auch komplett an der Oberfläche ganz normal in die Standardverteilung kommen. Wer am meisten Diamant finden will, der muss halt wirklich bis auf Höhe minus 64 runtergehen. Gut, kommen wir zu Lapis. Lapis gab es seither Höhe 32, es geht sogar ein bisschen höher. Ich würde sagen,
das hier war das bisherige Dreieck, was seither war, nur dass es halt nur bis Höhe 0 ging. Das haben sie jetzt einfach runtergezogen bis minus 32 und zusätzlich komplett auf Höhe 64 bis minus 64 auch nochmal Lapis reingepackt. Man kann sagen, der Balken hier, davon ist wenig direkt sichtbar an der Oberfläche und dieses Dreieck hier, die können auch direkt an irgendwelchen Felswänden, Höhlenwänden und so weiter auftauchen. Zum Thema Gold. Thema Gold gibt's wie bisher ab Höhe 32 und tiefer. Allerdings nimmt es jetzt zu bis minus 16 und dann nimmt es wieder ab. Und ganz unten gibt es dann nochmal ein klein bisschen. Also, ja, es ist wenig an der Oberfläche zu sehen. Wer an der Oberfläche viel Gold finden will, der muss wirklich runter bis auf minus 48. Ansonsten halt graben und suchen. Und Kohle. Kohle ist, ja, war seither von 0 bis 120 verteilt, gleichmäßig. Gibt es jetzt, ich würde sagen, von 120 bis 24, so wie bisher, wobei hier schon ein bisschen weniger. Und dann rundet es bis minus 6. Ne, halt bis 0 geht es hier. Sorry. Bis 0. Da ist dann Ende. Wenig. An der Oberfläche, wenn wir an der Oberfläche Kohle finden wollen, dann müssen wir auf Höhe 136 und da ab bis 240 hoch gibt es richtig viel. Ja, ist eine interessante Verteilung. Gut, Diamant ist durchaus realistisch soweit. Mit den anderen Ärzten kenne ich mich in der Realität nicht ganz so aus. Bei Gold macht schon Sinn, Kohle macht auch Sinn. Und ja, Eisen, interessant. Aber das war ja bisher auch schon so. Es war nur halt ein bisschen anders verteilt. Jetzt haben wir hier viel mehr so dreieckige Spitzen drin. Genau. Merkt euch das und dann wisst ihr, wonach was ihr suchen müsst. Ich pack die Bilder auch nochmal als Link in die Videobeschreibung. Könnt das ihr euch herunterladen. Und dann viel Spaß beim Suchen. Ich werde demnächst auch ein Projekt starten, wo ich das Ganze durchspielen möchte. Wer Bock hat, irgendwie auf einen Community-Minecraft-Server, der kann auch gerne in mein Discord kommen. Link in der Videobeschreibung. Und da könnt ihr dann auch gemeinsam ein bisschen Minecraft zocken. Für die, wo gerne gemeinsam spielen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, Altes. Ciao, ciao.